Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem neuen Replay. Und heute sehen wir ein Fuso-Divisionsgefecht, eingesendet von Battle Rabbit und angeschrieben von Guardian von Battle Rabbit, dass ich das unbedingt zeigen muss, mit Naruto in der Essex. Und es wird in der Zukunft einige mehr Gefechte von Fuso-Mitgliedern zu sehen geben, denn ich muss sagen, die waren sehr, sehr fleißig und unter anderem wurden sehr viele Mino-Replays eingesendet. Auch eines, wo ich von einem Gefecht gleich drei Einsendungen bekommen habe, oder zwei waren es, wird es geben. Aber es wird dann, muss schauen, vielleicht mache ich zwei Sichten, aber wahrscheinlich reicht eine, denn das andere war auch eine Minotaur. Und es gab sehr viele Minotaur-Einsendungen. Und es gibt wie immer sehr, sehr viele Tier 10-Einsendungen. Und ich rufe dann auf, schickt oder sendet doch auch mal die kleineren Gefechte ein. Ich habe jetzt noch eins von der Shores gefunden, das ist aber schon krass die Ausnahme. Irgendwo ist noch eins von der Giulio Cesare, glaube ich, habe ich gesehen im Vorbeiscrollen. Aber ansonsten sind es großteils Tier 9, Tier 10. Natürlich, da ist am meisten Schaden, aber kommt schon. 100.000 auf Tier 6 ist gleich beeindruckend wie 200.000 auf Tier 10. Von daher, da müsst ihr jetzt nicht so sein, einfach einsenden auf die Kleinen. Wichtig ist, dass da was kommt. Minotaur, C-Tier, kennt ihr, 152 mm. Es ist die größte Piep vor dem Herrn. Mega lästig. Doppelminotaur hier in dem Fall. Und natürlich ein Flugzeugträger. Rabbit schreibt in seiner Mail, dass es eine. Also es ist nur eine 14er Captain. Den Kapitän blende ich auch am Ende ein. Ist natürlich eine Anti-Air-Minotaur. Dann 8,6 Kilometer Reichweite. Seht ihr den. Aber seht ihr den Anti-Air-Zirkel auf der Karte? Das ist natürlich. Perfekt, um noch ein CV mitzunehmen, eine Des Moines. Vielleicht wäre auch noch geil gewesen, oder eine Wooster wäre noch besser. Bin gespannt, die hier wird mit... und da kassiert er gleich zu Anfang. Die hier wird mit Smoke gespielt, die andere vielleicht mit Radar. Das wäre auch geil, eine ausgezeichnete Kombination. Und jetzt wird natürlich mal gehämmert. Hydroakustische Suche ist an. Die Minotaur ist ein Selbstversorger. Sie kann sich selbst mit Schaden versorgen, aber was sie nicht kann, ist... Sie kann nicht selbst aufdecken, aber sie ist zumindest geschützt im Nebel. Und wie es aussieht, hat hier Battle Rabbit die große Smoke geskillt auf jeden Fall. Hier durch hydroakustische Suche ist schon... Oh Gott, die Torpedos offen, da ist die Shima auf dieser Seite auf jeden Fall. Und die Yugumo und dann auf der anderen Seite Kagura und Gearing, kann das sein? Da ist die Yugumo. Was zum Teufel kommt da an? Nein, die Kagura ist da. Aber die Kagura könnte den Torpedo Reload haben. Das hat die nämlich. Holy moly, da kommt einiges an Torpedos. Na, Shimakaze ist auf der anderen Seite. Aber bei der Anzahl an Torpedos, das hat zuerst mal nach Shimakaze ausgesehen. Aber das war Yugumo und Kagura. Sehr viele japanische DDs in diesem Gefecht. Wir haben hier Khabarovsk, Hitakaze, Benson und Harugumo. Da hat das gegnerische Team natürlich die Arschkarte gezogen. Da ist es besser, wenn man sich nicht blicken lässt. Dann bin ich mal gespannt, was hier passiert. Hitakaze wird reinfahren. Ach, die hat sich gesmoked und fährt nicht rein. Hat natürlich mit 14,5 Kilometer auch Handhabe gegen Schlachtschiffe oder gegen andere Kreuzer hier, die Ori auf dieser Entfernung. Aber die Hitakaze fährt nicht rein. Es ist aber auch kein gegnerischer DD drin. Und man geht's hier auf. Also man muss sagen, wenn man einen Minotaur Replay kommentiert, dann gerät man einfach allein durch das Staccato der Geschütze, durch die Kadenz, in der gefeuert wird, in Aufregung, in eine Stresssituation. Und man möchte einfach so schnell wie möglich kommentieren, alle möglichen Infos reinbringen. Und man wird ja die Kagura und die Yugumo wieder einfahren in das Cap. Zu torpedieren auf diese Entfernung. Ja, man könnte vielleicht einen Glückstreffer hier auf Yugumo oder eben auch Kagura machen. Da knutschen die sich echt jetzt. Wenn die reinfahren. Das ist das Blödeste, was passieren kann übrigens, wenn sich die Schiffe verhaken. Da muss einer wirklich abbremsen. Man kann nichts dagegen machen. Man kann nicht da entlang schrammen. Das Schlimmste wäre jetzt natürlich, wenn einer von den beiden aufgehen würde. Also wenn jetzt Garni durch Schießen aufgehen würde, weil er ja doch ziemlich weit rausgedrängt wird und dann schießt ein Schlachtschiff drauf. In der Monty 406er. Eiskalt. Beide raus, das wär's. Da, bin gespannt, ob Garni auch... Nebel mit hat oder ob der vielleicht Radar mit hat. Wie gesagt, die Kombination wäre natürlich geil.
Das hier ist übrigens eine 15,8 Kilometer Minotaur. Ich habe meine irgendwann zu Testzwecken auf 19 Kilometer gebaut und habe das nie wieder ausgebaut, weil ich die so selten spiele. Ich muss das... Die Cancer Division ist just shit. Was ist die Cancer Division? Ist das die Yamato Division? Oder ist das die... ja, das wird wahrscheinlich nicht die... Keine Ahnung. Irgendwas geht über den CV. Die CVs sind immer die Schuldigen. Ja, mal schauen, ob Naruto das kann mit dem CV. Ich freue mich ja über das Rework. Oh, da passiert jetzt nicht viel. 10.000. Da wurde mir ein fulminantes Gefecht versprochen. Ja, das möchte ich nochmal anmerken. Aber ein fulminantes Gefecht in einer Minotaur, das ist immer eine schwierige Geschichte, wie ich finde. Wie fulminant kann es sein, in Nebel zu stehen und die ganze Zeit AP zu spammen? Übrigens, ein bisschen Wissen über das Schiff noch zu erzählen. Wir haben hier eine verkürzte Zündzeit, ein Drittel der normalen Zündzeit der AP haben die Briten AP. Das bedeutet, die werden schneller scharf, bedeutet mehr Schaden, auch bei leichter oder schwächerer Panzerung bei Schiffen. Gut, um starken Schaden bei den Aufbauten zu machen. Es ist so, als hätte man kleineres Kaliber bei AP. Kann man, ist schwierig zu vergleichen, da müsste man ein bisschen rechnen, ab welchem Kaliber man hier jetzt die 152er Briten einordnen könnte. Aber wenn man sich die Briten AP anschaut von den Zerstörern, die 113 mm jetzt bei der Daring, die machen auch gut Schaden mit AP auf Aufbauten wegen des kleinen Kalibers. Oh. Und gehe nicht einfach nur durch. Da hat aber, war das die Monty kassiert? Nein, die Hinfolger kassiert. Na gut, auf der rechten Seite, also bei A, gibt es einen Einbruch. 3, 6, 7, 8. Ja gut, es sind halt 8 Schiffe auf D. Ist klar. Die Frage ist natürlich, sollte... Also Naruto sollte schon eine Staffel rüber schicken, vor allem auch die Kagero hier will durch die Mitte fahren. Sie ist gespottet auf Flugzeuge, man sieht es. Die könnte man aufmachen, ich glaube, ich hoffe mal. I kill Kagero, okay. Gani fährt zurück, um die Kagero zu killen. Naruto wird sie vielleicht aufmachen. Bin ich gespannt, ob das so gut klappt. Das Große des Gegnerteams ist nicht hier, also die haben sich ein bisschen besser aufgeteilt. Deswegen knickt auch die andere Seite ein. Die müssen sich natürlich in Acht nehmen, ja, vor Torpedos wollte ich gerade sagen. Und die Gearing Pew Pew Pixar hat hier Herr Proof, Dr. Eric rausgenommen, weil sie keine Vision hatten, weil die nicht sehen, wo die sind. Und ich sehe es gerade auf der Karte, Naruto schickt jetzt eine Staffel zurück. Anscheinend ist hier hinten irgendwo ein DD. Die Missouri braucht Aufklärung. Ja, wahrscheinlich DD-Aufklärung. Oder war er ganz kurz offen? Das könnte schlimm sein. Kagero will jetzt wieder abdrehen. Die kann er vielleicht raustorpedieren. Jetzt konzentrieren wir uns aber wieder auf Battle Rabbit. Der schießt hier was. Das Zeug hell. Leider. Also, wie heißt das im Deutsch bei den Deutschen? Langsamer nähert sich das Eichhörnchen. Ja, genau so ist es manchmal in manchen Gefechten mit einer Minotaur. Wenn die Schiffe nicht Freizeite zeigen oder nicht die Aufbauten präsentieren, dann hat man ein kleines Problem. Dann tut man sich natürlich sehr, sehr schwer mit dem Schaden. Ah, und die Henri. Wenn sie jetzt Breitseite zeigt, ist sie raus. Das weiß sie hoffentlich. Ja, das weiß sie nicht. Die will hier unbedingt von der Kabarov, von den Torpedos weg. Aber auch die Kabarov breitert richtig hart rein. Hört doch die Kadenz an. Beide Kabarovs und Minotaur. Wird übrigens auch noch ein Kabarov-Screenplay geben. Und das war's. Da trifft was. Ja, Kabarovs getorbt. Sieht man selten. Aber kommt auch vor. Jetzt die Monty. Der Smoke ist natürlich der Brüller hier. Letzte Smoke, da muss er sich jetzt was einfallen lassen. Da bin ich jetzt gespannt. 60.000 letzte Smoke. Hat der Gani noch was zu bieten? Und Gani hat... Hat Gani hier die rausgehauen? Oder war das Naruto? Habe ich nicht aufgepasst. Gitter. Ja, hinten bei B. 4 dümpeln die Jäger rum. Ziehen sie jetzt wieder zurück. Shimakaze, Gearing und alle wurden rausgenommen. Alle drei Schlachtschiffe drüben haben gegen die DDs verloren. Na ja, gut. Ja, so ist das. Wenn man einen Feind nicht sieht, kann man ihn nicht bekämpfen. Das ist ein bisschen kritisch. Das Problem ist halt, die hatten drüben auch DDs. Aber wenn die eigenen DDs zu schlecht sind, wobei sie hatten drüben die Harugumo. Ja, das ist halt... Das hat nur die Harugumo. Die Harugumo ist kein schlechter DD, gutes Concealment.
starker Infight, aber muss man sehr gut aufpassen. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt ist er offen. Jetzt hat er keinen Smoke mehr. Jetzt wird er wahrscheinlich die Position hier nutzen bei D6. Wenn sie den Feind kommen lassen. Oder er fährt rüber und verteidigt mit Gunny drüben. Ja, wird er durchfahren. Oh, die Hindenburg. Er soll zugehen, wenn er dreht. Das wäre nicht schlecht. Und erst heilen, wenn er rausgedreht ist. Oder rausgedreht hat. Die Türme drehen einfach so brutal schnell. Ja, so geht das. Da, die Yami flucht schon wieder. Ja, man muss das so sehen. Ich erwarte nicht unbedingt, dass der CV spottet. Ich erwarte mir, dass der CV mir den gegnerischen CV vom Leib hält. Dann sollen unsere Zerstörer spotten. Wenn nicht, dass der CV alle Aufgaben von allen Schiffsklassen ausführt. Weil es wird ja auch nicht geflucht, dass unser CV nicht so viel Schaden macht. No fucking CV is making more damage than a BB, also ein Schlachtschiff. Von daher, das wird nie im Chat geflucht. Es wird dann immer nur nach diesen Serviceleistungen gerufen. Und ja, ich rufe hin und wieder auch nach Serviceleistungen, aber nur, wenn der CV einer anderen Serviceleistung nicht nachkommt. Also wenn er zum Beispiel nicht darauf achtet, dass der CV oder gegnerische bekämpft wird, dann soll er gefälligst spotten. Oder zumindest die gegnerischen DDs aufmachen, wenn der gegnerische CV das macht. Ansonsten soll er den gegnerischen CV bekämpfen. Also es hat schon seinen Grund, aber alles zu verlangen, das ist auch nicht fair. Oh ja, gut, zum Glück drin die Türme der Yamato. Sehr, sehr langsam, das will er sich jetzt nicht entgehen lassen. Yamato kann auch nicht auf alles schießen und die schießt momentan auf Gunny. Oh, Gunny hat es auch nicht leicht. Auch die Shimakaze schießt auf Gunny. Also, kann natürlich, also, wenn Battle Rabbit das schafft, dann wäre es natürlich geil, hier eine Yamato rauszufokussen. Zeigt auch mega breit und 7000er Treffer sind nicht schlecht. Die Minotaur fährt schneller an und jetzt wird sie gesmoked von Radiri. So ein Scheiß. Ah, das war jetzt zu früh. Das hätte es nicht gebraucht. Fährt er jetzt durch und holt C. Ach, da war Radiri jetzt. Ja, war interessant, jetzt auf die Sicht von Gunny zu wechseln, aber Gunny hat momentan nicht mehr so viele HP, nicht mehr so viele SB, heißen sie eigentlich, Schiffspunkte auf Deutsch. HP Health Points, das hat ein Schiff natürlich nicht. Aber Gunny muss schauen, dass er zugehen kann. Oha, der gegnerische CV deckt jetzt seinen Plan auf. Ist natürlich keine Chance, der wird jetzt wieder fliehen. Ja, bis er nur in die Long Range Flak kommt und da gleich raus, weil die ist natürlich auch stark. Minotaur, Wooster, Des Moines, beste Schiffe, was die Anti-Air betrifft, zumindest auf Kreuzerseite. Und danach müssen wir schauen, was da noch kommt. Tier 10, Bourgogne, Jean Bart, Tier 8, Tier 9. Alsace, Tier 9, in diese Richtung wird es dann stoßen, wird da die Monty gar nicht mehr mitnennen. Kann man, ja, natürlich, die hat auch keine schlechte Anti für ein Schlachtschiff, aber wenn man sich eine Jean Bart anschaut oder auch eine Oldschool Alsace, also die alte Alsace, ja, von daher, na, ja, ist schwierig da jetzt eine Aussage zu treffen. Gutes Concealment natürlich auf der Minotaur 10,1. Könnte klappen. Sieht gut aus. Je nachdem, wo die Essex ist, natürlich die Flugzeuge. Und er hat keinen Smoke mehr. Die Flugzeuge werden ihn nicht schaden. Aber die Flugzeuge werden ihn offen halten. Und er will hier echt noch die Yamato holen. Die hat es geschafft abzudrehen. Ja, gut. Das wird jetzt eine schwierige Geschichte. Wenn er schießt, ist er auf jeden Fall offen. Und wenn er schießt, dann muss die Yamato auch rausgehen. Er wird jetzt ja wahrscheinlich Naruto noch einmal anfliegen lassen. Und dann wird er versuchen zu finishen, nachdem er gecapped hat mit Sicherheit. Frage ist, die Gearing hat sich rausdrängen lassen und Gunny lebt immer noch. Also der Heal. Oh, und da hinten ist die Essex. Er wird halt aufgehen durch Flugzeuge anstelle von direkten Scouting. Also wäre er hinten stehen geblieben. Aber es sieht gut aus. Er könnte hier in 10 Sekunden auf die Yamato wirken. Der Schaden wird überschaubar sein bei diesem Winker. Schaden auf die Aufbauten bei der Yamato. Ein großer Vorteil der Yamato übrigens, sie hat unter Anführungszeichen keine großen langgezogenen Aufbauten, die einfach zu treffen sind. Was aber einfach zu treffen sind und viel Schaden gibt, sind die ganzen Module, die um den Hauptturm, also um die Brücke angeordnet sind. Und jetzt werden sie gemeinsam die Gearing bespaßen. Ja, okay.
Das sieht dann doch noch nach einem Sieg aus, obwohl punktemäßig hinten gewesen, schiffemäßig immer noch hinten. Also es wird jetzt auch eng für die Essex, die wird nicht mehr viele Angriffe fliegen können, sobald Gunny hier in der Nähe ist. Und von unten kommen Battle Rabbits, die werden dann ihre, die vereinigen quasi ihre Anti-Air-Auren schon. Also es wird wenig möglich sein hier. Oh, die Gearing smuckt sich jetzt. Ja, jetzt wird sie gepusht. Das Problem ist, Rabbit hat seine hydroakustische Suche eingesetzt, als sie keine Rolle gespielt hat, aber die ist noch offen. Ist das das Radar? Hat Gunny wirklich Radar mit? Das wäre natürlich super geil. Oh, von hinten die Alsace. Oh, das kann jetzt noch böse enden. Nein, er hat zu früh geheilt. 17.000 wären möglich gewesen und er heilt seine letzte Heilung. Nur 7.000. Au. Das wäre mit drin gewesen. Au, jetzt. Oh, das ist quasi ein Divisionsspiel ist es jetzt noch. Okay, Hami, also man muss schon sagen, normalerweise treffe ich solche Aussagen nicht. Aber in allen Gefechten, bei denen Hami dabei ist, ist es zu einem Großteil so, dass Hami-Clanmitglieder negativ auffallen. Wie auch hier. Will nicht sagen, früh rausgehen, aber wenn sie früh rausgehen, bis zum Ende des Gefechts die Fresse offen haben. Es sind sicherlich nicht alle, aber das Problem ist, die, die nicht negativ auffallen, die fallen halt auch nicht auf. Aber, boah, da kriege ich fast das Kotzen bei so einem Kommentar. Jetzt nicht, weil es hier Fuso-Mitglieder sind, die hier mitfahren. Ich weiß nicht, ob die hier angegangen werden. Aber auch in Gefechten, wo ich fahre und andere Leute angegangen werden. Da, siehst du? Good job, leaving camp. Kann es sein, dass Hami nur asoziale Leute rekrutiert? Aus bewusst? Kann ich mir anders nicht vorstellen. Das ist ja richtig lächerlich, so toxic. Zum Glück sind nicht alle Leute so. Also deswegen gibt es bei uns die Regel, wir flamen nicht im Chat. Wir flamen... Ja, you're even worse than... wir flamen im TS. Dafür ist das TS da. Und bei erwachsenen Leuten sollte das normal sein. Also wir regen uns auch nicht so auf. Also so krass. Da man merkt das auch. Das ist der Vorteil. Ihr kriegt es ja mit, wie wir uns aufregen. Durch die Videos, durch die Visionsvideos, die ich zeige. Also, ja, wir regen uns auch auf. Zu Recht, zu Unrecht. Alles nur Menschen. Von daher, aber in den Chat schreiben, ja, nein. So, oben Hindenburg gegen Minotaur. Hindenburg ist raus. Da. Cap wird genommen. Zwei Caps. Gegen zwei Caps, Punkte Vorsprung, 2 Minuten 17. Will das Hami-Mitglied hier noch schreiben, you fucking idiot, we win. Also sind übrigens Deutsche, glaube ich, also Hami. Zumindest im deutschen Forum unterwegs. Also jetzt kein Rant auf Hami werden, aber fällt euch das nicht auch auf? Es gibt manche Clans, die das versammeln sich, komische Leute. Natürlich sind nicht alles komische Leute, also muss sich nicht jeder von Hami angesprochen fühlen. Just my two cents, oder? So heißt es da. Jetzt ist er natürlich offen. Ja, SAS hat darauf gewartet. Ich wäre jetzt auch schnell wieder zugegangen. Torpedo. Das ist sehr knapp. Ja, jetzt schreibt er, what the fuck, er ist halt nicht mehr reingekommen. Reicht das? Oh, wenn die Monty schießt, dann ist aus. Oh mein Gott. Wenn die Alsace schießt, ist es aus. 3200. Ja, er geht auch nicht mehr zu. Ach, echt jetzt. Die Monty versemmelt hart. Becher. Versemmelt hart. Boah. Ganz im Ernst, Kjallar, halt doch einfach mal die Fresse und schau dir an, was passiert. Ja, ich muss sagen, die Unterstützung hier ist grenzenlos. Wow. Der lebt immer noch. Was zum Teufel. Was zum Teufel. Also das ist echt fast mehr Glück als Verstand. Das muss es jetzt aber gewesen sein. Ja, das war's jetzt. Holy moly, aber das war's auch für die Alsace.
Die hat dann Gani raus. Sehr gut. Gani hat den Kraken freigelassen. Wow. Da. Sieht. Noch, ja, kann immer noch was werden. Also der gegnerische Flugzeugträger ist raus. Die Monty ist noch da. Unser Flugzeugträger kommt. Noch 35 Punkte, noch 8 Sekunden. Wahnsinn. Also da muss man sich jetzt als Idiotenkommentierer die ganze Zeit auch ziemlich dämlich vorkommen, oder? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich hoffe doch. Aber ich glaube, solche Leute haben keinen Sinn für das. Und damit sind wir beim Captain. Ja, ist voll auf Anti-Air, wie es aussieht. Ah, Inspektoren hätte ein bisschen mehr Smoke, ein bisschen mehr Heilung gehabt. Aber natürlich Anti-Air Minotaur für die gewerteten Gefechte. Sicher ein Spaßfaktor, aber halt ohne Smoke dann. Für Clan Wars. Ohne CV nutzlos. Wo jetzt auch die Booster dabei ist, die fast alles viel besser kann, nur mit High. Für Ranked. Für Zufallsgefechte meine ich natürlich, wenn ein CV mit dabei ist, ein Flugzeugträger in der eigenen Division, dass man garantieren kann, dass auch ein Flugzeugträger da ist, dann auf jeden Fall voll Anti-Air, aber da würde ich auch die Booster nehmen. Ah, die Booster macht einiges schwieriger für die Minotaur, aber ist ein Selbstversorgerschiff quasi, wie gesagt. Und das ist seine Skillung, ja, nichts, im Westen nichts Neues. Kommen wir zum Endergebnis, 223.000 ist brutal, 506 Zieltreffer, ein Torpedo-Zieltreffer nur. Also es ist ein beachtliches Ergebnis aufgrund dessen, dass wenig Torpedos getroffen wurden. Es ist nur ein Schiff zerstört worden, ich wollte eigentlich sagen, es sind mehr Schiffe zerstört worden, aber Großkaliber bekommen, Gani hatte für den Kraken freigelassen, sehen wir in der Teamwertung hier. Auf Platz 1 Battle Rabbit, auf Platz 2 ist die Minotaur, dann kommt der Stänker von Hamis, okay, Entschuldigung, nicht Hami. Oh, sorry, ich habe die ganze Zeit Hami gesagt. Hamis. Hamis. Aber Hami fällt auch negativ auf. Also dann will ich nicht sagen, dass Hamis immer negativ aufgefallen ist, sondern Hami fällt mir immer negativ auf. Aber diesmal war es, ihr wisst, was ich meine, war der Stänker von Hamis. Ist das Hami Super Clan? Man weiß es nicht. Keine Ahnung. Es gibt noch ein, zwei andere Clans, die auch immer rummaulen. Aber die erwähne ich dann, wenn sie in einem Replay vorkommen, dann behaupten kann natürlich jeder viel. Ich glaube, wir haben alle so eine kleine Liste, wo so Idioten-Clans drauf sind, die, naja, egal, ich weiß nicht, hab vielleicht auch nur ich. Hoffe ich. Da, ihr seht ja, es ist natürlich nur Schaden durch AP, Haie, leider keine Brände, schade, schade, Hust, Hust. Da, was haben wir, potenzieller Schaden 2 Millionen, das kam dann später raus, nicht gerade aus Wollen, sondern aus Müssen, weil kein Smoke mehr. Und Credits 356.000. Ich danke fürs Einsenden. Was haltet ihr von der Minotaur? Spielweise ist natürlich sehr zurückhaltend. Der Schaden hier war exorbitant. Geht nicht alle Tage, natürlich. Und was haltet ihr von Gefechtskommentierern, die das Team mit ihren dreisten Textkommentaren positiv unter Anführungszeichen beeinflussen? Also das Gegnerteam. Also das eigene Team negativ. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann bald wieder im nächsten Replay. Ciao.